Im Rahmen des traditionellen Gumpoldskirchner Marktfestes stand heuer das 40-Jahr-Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Leibniz im Mittelpunkt. Die Leibnizer hatten ihre Blasmusik mitgebracht und Gumpoldskirchen ehrte den Leibnizer Bürgermeister mit dem Ehrenring. Herr Bürgermeister, heute Marktfest hier in Gumpoldskirchen verbunden mit einem Jubiläumsfest, nämlich 40 Jahre Partnerschaft mit der Stadt Leibniz. Ein wichtiger Anlass für ein Fest. So, das ist natürlich vollkommen richtig. Und es freut uns ja auch, dass die Partnerschaft jetzt schon 40 Jahre andauert, obwohl hier die Gründer dieser Partnerschaft hier nicht mehr unter uns sind. Und trotzdem lebt das so fruchtbar weiter. Sie sind ja die Partnergemeinde Leibniz für Gumpoldskirchen. Eine 40-jährige Partnerschaft, das muss man gehörig feiern. Naja, wir feiern immer gern. Ne? Das heißt, wir sind beide eine Weinstadt oder ein Weinort. Und was verbindet besser wie der Wein? Ne? Das ist für uns ganz klar. Und die Menschen natürlich. Ne? Aber gibt es nicht ein bisschen interne Konkurrenz beim Wein? Nein, ich glaube, jeder hat für sich seine Sorten, der bevorzugt. Und wir sind bekannt für unseren Welschriesling. Und in Gumpoldskirchen gibt es halt eine andere Richtung von Wein. Also ich bin jetzt kein Weinkenner, aber den Zierpfannen, den Rotgipfler, glaube ich, heißen die. Und sind auch gut. Also ist für uns ein anderer Geschmack, aber wir trinken ganz gern. Das heißt, der schmeckt Ihnen? Mir schmeckt er. Ja, haben wir schon angefangen heute um 10. Ne? Also schmeckt er. Ne? Eine Partnerschaft über 40 Jahre heißt viel Gemeinsames erlebt. Man feiert gemeinsam Feste, man fährt aber auch zueinander. Das heißt, eine sehr aktive Partnerschaft. Es ist eine sehr aktive Partnerschaft, vor allen Dingen hier auch im kulturellen Bereich. Unsere Chöre und Musikgruppen fahren nach Leibniz. Genauso wie heute die Stadtkapelle Leibniz hier diesen Frühschoppen ausrichtet. Also eine gelungene Partnerschaft. Eine sehr gute, eine fruchtbare Partnerschaft. Sie haben ja heute Ihre Musikkapelle mitgebracht zur Unterhaltung der Gäste hier in Gumpoldskirchen. Tolles Konzert, was wir schon gehört haben. Ja, wir sind nicht ganz komplett normal, ist ein Klangkörper größer. Wir haben eine Jugend- und eine Stadtkapelle. Das heißt, bei der Stadtkapelle liegen im Schnitt so 45 bis 50 Personen. Und die Jugendblaskapelle hat nochmals 25 bis 30. Also wir haben relativ viel Jugend durch eine tolle Musikschule. Und wir sind sehr stolz drauf. Ja. Und ein reiches Kulturleben in Leibniz. Ja, wir haben ein sehr intensives Kulturleben. Das merke ich als Bürgermeister, weil man fast überall dabei sein muss. Ne? Also ein sehr anstrengender Beruf. Nein, ist aber was Schönes. Ne? Man wird überall, da kann man hingehen, man sieht was und man darf auch ernten, was die anderen sehen. Ne? Das ist auch von Vorteil. Ja, man wird gerne aufgenommen von den Bürgern. Naja, Sie wissen, ein Bürgermeister gibt gern, zahlt gern. Also wenn es was gibt, nimmt man immer gern und man ist immer dann herzlich willkommen. Na, aber es macht auch Spaß. Ja. Ja, dann wünschen wir ein gelungenes Fest weiterhin und mindestens weitere 40 Jahre Partnerschaft. Naja, als Bürgermeister, glaube ich, wäre es 40 Jahre nicht schaffen, aber ich hoffe, dass er noch lange nach Gumpoldskirchen kommen kann. Es ist wirklich sehr nett mit dem Bürgermeister, mit der ganzen Gemeinde und auch sehr nette Leute in Gumpoldskirchen. Und ich sage danke für die tolle Aufnahme, für die Partnerschaft. Ja.